of whom on one giving for gold. Gold makes you lose your head. Gold will fool you. Gold's a greater brighter than the sun. Gold will rule you. Everything you say with a gun. You'll never trust anyone the devil knows. That's the price of gold. So don't you sell your soul for gold. Should I know that's the price of gold? That's the price of gold. Endgültig verlassen, Braddock. Nun ist es aus mit deinen Verbrechen. Beruhigen Sie sich, Sheriff. Ich werde erst ruhig sein, wenn dieser verdammte Schuft aufgehängt ist. Mein Sohn, gleich wirst du vor dem höchsten Richter stehen und über deine Taten Rechenschaft ablegen. Du bereust doch. Als Maulpriester lass mich in Ruhe mit deinem dummen Geschwätz. Vater unser, in deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit, nimm diesen armen Sünder bei dir auf und wie dein Sohn... Gib ihm das Gold. Adios, amigos. Na los. Hey. Also dann. Ja. Ja. Was suchst du denn noch hier? Mir scheint, ich habe noch was vergessen. Das kann nicht sein. Ich glaube schon, das Gold. Ah!
Herzen. Eisig, der Wind. Ich brauch dringend einen tüchtigen Schluck Whisky. Beruhig dich. Bald kommt Shelley. Dann kriegst du einen.
er meint. Dann fange ich also an. Du bist wohl übergeschnappt. Auf wen schießt du? Auf wen sollte ich, wenn im Umkreis von 50 Meilen kein Mensch zu sehen ist? Du Vollidiot! Stinkender Bastard! Dreh mir nie wieder den Rücken zu. Bist du froh, mich wiederzusehen? Ja. Weshalb hast du Randall so verprügelt? Er ist verrückt. Ein Verrückter, der dir das Leben gerettet hat. Ach, das hatte ich wohl vergessen. Ich habe dein Whisky mitgebracht. Hier. Da. Ist auch noch was für dich. Na also, wenn du lachst, geht's dir wohl besser. Mach Schluss, sonst seid ihr besoffen. Also, gebt gut Acht und sperrt eure Ohren auf. Shelley wartet hier und du stellst dich darauf. Ich hier in der Nähe, Laglen auf der anderen Seite. Shelley weiß, was sie machen muss. Das hier ist genau die Stelle.
Simon! Es war Ihre Schuld. Sie hätten nicht schießen sollen. Wir wollten nur das Gold. Sie haben heute Glück bei mir. Gib ihm ein Pferd. Steigen Sie auf und ziehen Sie weiter. Und drehen Sie sich nicht um. Bitte sag was, Randall. Das hat jetzt keinen Sinn mehr. Wir haben die Kiste mit dem Gold und müssen schnell abbauen. Wir können ihn doch jetzt nicht einfach hier liegen lassen. Ach, ihm ist nicht mehr zu helfen, siehst du das nicht? Komm jetzt, wir müssen von hier verschwinden, schnell. Bringst du uns? Stell jetzt keine unnützen Fragen. Hey!
wartest hier und du bringst die Kassette. Wie eine Sommerfrische. Darüber auf den Tisch. Du wirst deinen Anteil schon kriegen. Aber ich entscheide, wann das sein wird. Bleib's besser hier. Nimm das zur Beruhigung und beweg dich nicht von der Stelle. Es wäre doch wohl besser, wenn wir ein bisschen die Augen offen hielten, denke ich jedenfalls. Yeah.
Oh.
Shelley, schnell wach auf! Lachlan! Loslassen! Wo warst du? Ich wusste, dass ich dir nicht trauen darf. Du stinkst nach Whisky. Nein. Schau, was du angestellt hast. Und lass dir nicht nochmal so eine Dummheit einfallen. Komm. Sie mir, Signore. Mein Wagen ist umgestürzt und das Pferd schwer verletzt. Ich bin schon seit gestern hier. Haben Sie irgendwas zu trinken? Ja, zu trinken und zu essen. Kommen Sie. Ich bin verzweifelt. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Wozu noch den Wagen ansehen? Da ist nichts mehr zu machen. Und mit Ihrem Pferd ist es besser, wenn ich das erledige. Geben Sie mir Ihr Gewehr. Wieso? Tragen Sie denn keine Waffe? Nein. Ich brauche keine. Für Sie. Danke. Ich teile immer alles mit ihr. Sie ist mein bester Freund. Keine Angst, wir kommen schon weg von hier. Thank you.
bist die Allerschönste. Du darfst mich um alles bitten. Komm, ein Säufchen. So. Geh und pass auf die Pferde auf. Das hier ist nichts für dich. Es ist unerklärlich. Ich finde überhaupt nichts mehr. Was kannst du nicht mehr finden? Gewehre, Munition, Proviant, alles, was ich mitgebracht habe, ist nicht mehr da. Es ist spurlos verschwunden, kapierst du? Geh und hol Lachlan. Los, Braddock! Lass mich! Wer bist du? Und was machst du hier? Ich heiße Molly Warner. Ich bin die Besitzerin des Ganzen hier. Und wer bist du, Söhnchen? Sagen wir, ein Logiergast. Ein Unerwünschter. Genug, alte Wachtel, komm jetzt mit. Ich habe hier nämlich das Kommando. Und jetzt, Herr Oberkommandant. Reichen Sie mir das Jäckchen, bitte. Zu Ihren Diensten, Principessa. Und jetzt raus mit dir, du verrückte Krähe. Thank you.
Wirf das Gewehr weg! Keine falsche Bewegung! Shelley! Shelley, nimm das Pferd! Und jetzt runter mit euch! Aber Dalli! Bringt sie rein ins Haus! Nun lauf schon! Ich mach dir Beine! Durchsuch ihn erst. Dieser Narr ist doch tatsächlich ohne Waffe. Du kannst wohl nicht schnell genug sterben. Mein Glückstein ist mir ohne Waffe treu. Das würde ich nicht behaupten, nachdem er dich hierher gebracht hat. Und wohin sollte es gehen? Nirgendwohin. Es war nur ein Spazierritt. Ach, und wozu das? Geld verdienen. Und wo ich eine Möglichkeit finde, da bleibe ich. Was machst du, um welches zu verdienen? Alles Mögliche, was gerade kommt. So ganz ohne Waffe? Wenn's nötig ist, werde ich eine haben. Ich bin kein Bandit wie du. Wer bist du? Weshalb bist du hergekommen? Antworte! Ich heiße Hudson. Benny Hudson. Wir beide sind ganz zufällig hergeraten. Wir wollten hier nur übernachten, sie und ich. Ist er dein Mann? Nein. Lass mich doch noch einmal deine Stimme hören, Püppchen. Wie heißt du? Judy Murray. Ich war mit meinem Mann auf der Fahrt nach dem Norden. Mein Mann ist gestorben. Am Fieber. Gestern Vormittag zerbrach mein Wagen. Dann traf ich diesen Mann. Wo? Ein paar Meilen von hier. Ihr verbergt mir was. Mich überzeugt das alles nicht, aber Laglen wird das schon aus dir herausprügeln. Mit Vergnügen, Chef. Ich muss mich endlich mal wieder austoben, sonst verkümmere ich. Komm, mein Herzchen. Ich knall dich ab. Das wirst du mir büßen. Vorwärts! Lauf! Du sollst laufen! Lass uns endlich gehen. Du sollst endlich Antwort geben. Also gut, beginnen wir es nochmal von vorn. Wer ist dieser Mann da draußen? Ich habe es euch schon gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich schwöre es, ich habe ihn zum ersten Mal heute Morgen gesehen. Schluss jetzt. Merkt ihr denn immer noch nicht, dass diese Frau die Wahrheit sagt? Lasst sie doch in Frieden. Lass sie aufhören. Sag ihr, aufhören. Was ist das für eine neue Art? Jetzt hat sie schon das Kommando. Ihr elenden Feiglinge. Es gab eine Zeit, da durften Frauen wie Sie mein Hotel nicht betreten. Sei still! Halt die Schnauze, du Wachtel! Und du verschwinde! Laglan!
Mach weiter, wenn er wieder bei Bewusstsein ist. Wasser willst du? Natürlich. Sag, worauf wartest du denn eigentlich, bis du die drei laufen lässt? Ich muss erst wissen, wer dieser Mann ist. Aber die Alte kann dir dabei nichts helfen. Die hat noch Zeit. Ein paar Tage müssen wir uns hier noch versteckt halten, bevor wir über die Grenze abhauen können. Sie jetzt schon laufen zu lassen, das würde eine viel zu große Gefahr für uns alle bedeuten. Du machst das schon richtig. Du bist der Chef. Bedrückt dich der Tod von Randall immer noch? Randall? Mir lag nichts an Randall. Er war dir sympathisch, dieser Junge. Es war eigentlich gar nicht zu übersehen. Er gefiel dir doch. Er hat mir gefallen. So wie mir alle Männer gefallen, auch Lachlan, weißt du. Nein, Lachlan nicht. Der gefällt mir nicht, weil er nicht normal ist. Der ist verrückt. Übrigens, Lachlan, er hat mich heute gefragt, wo du das Gold aus der Postkutsche versteckt hast. Lachlan darf es nicht wissen, das ist richtig. Aber ich muss es doch wissen. Wo hast du es versteckt, sag's? An einem sicheren Ort. Ich habe etwas ganz Furchtbares geträumt. Ich mache mir Sorgen um dich, Mädchen. Ich fürchte, dieser furchtbare Traum wird noch lange nicht zu Ende sein. Jetzt wollen wir uns mal deinen Wagenbruch ansehen.
Vorwärts, beeil dich! Tu, was er sagt. Geht schon voraus. Ich werde Leglen sagen, dass er dir was zu essen bringt. Das kannst du dir sparen, ich nehme nichts von euch. Fall nicht in deine alten Gewohnheiten. Wenn ich zurückkomme, will ich ihn noch am Leben vorfinden. Wo ist sein Pferd? Ach, zum Teufel damit. Es hat wild um sich geschlagen und ist weggelaufen. Aber sicher? Bitte sehr. Willst du nicht? Na komm schon. Wir haben's doch. Los hoch! Beweg dich! Oh, God.
Dank. Los, komm hoch. Komm schon. Runter. Ganz. Vorwärts. Kriechen. Nicht so. Runter. Runter. Also die Wahrheit. Nichts, was wir gebrauchen können. Nicht gut. Was willst du? Vorwärts. Willst du denn jetzt reiten? In dem Zustand kommst du bestimmt nicht weit. Hören Sie, Signora. Ich kann mich kaum noch aufrecht halten. Aber es hat keinen Zweck, jetzt darüber zu jammern. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. So schnell wie möglich von hier verschwinden und dieses Land vergessen. Mein Rat an euch, macht es genauso. Und haut ab. Nein, macht ihr mich keine Sorgen. Verschwinde jetzt. Schon gut, also dann. Viel Glück. Warte noch. Ich möchte dir nur noch beweisen, wie viel du hättest bei mir verdienen können. Verstecktes Gold. Doch vorher müssen wir die Waffen der Banditen finden. Und das Mädchen? Hast du sie vergessen? Du siehst mir nicht so aus, als ob du sie im Stich lassen könntest. Ihr habt recht. Na komm schon.
Na, was gefunden? Ja, was ist, Söhnchen? Hm? Nichts. Nein, aber die Waffen müssen hier irgendwo sein. Letzte Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan und gehört, wie Braddock hier irgendetwas versteckt hat. Na, komm schon. Besser, wir verzichten auf alles und suchen erst ihre Waffen. Nein, wir verzichten auf überhaupt nichts. Wir haben ein Gewehr, eine Pistole und auch einen Colt. Und eine andere Pistole und etwas Munition habe ich in meinem Haus versteckt. Das habe ich Braddock schon gleich in der ersten Nacht geklaut. Und deine Winchester. Komm schon, Süßer. Du denkst sicher... Ich hab nicht mehr alle Kerne da in meinem Kürbis, he? Das denkst du doch, oder? Nein, ich glaub das nicht. Ach. Das sind fast 30 Jahre, die ich hier warte. Wir waren einmal Besitzer von allem. Wir waren so reich, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Mit einem Mal war alles aus. So von heute auf morgen. Aber alle sind sie weggegangen. Sogar mein Mann, aber ich blieb. Weil ich wusste, dass dieser Reichtum zurückkommen wird. Diese Banditen haben eine Kiste versteckt, voll mit Gold. Und ich weiß, wo sie ist. Mein Glück lasse ich mir diesmal bestimmt nicht entwischen. Eine Sicherheit spüre ich in mir drin. Ich sehe schon das ganze Gold vor mir liegen. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir uns erstmal bewaffnen. Sag mal, aus welcher Gegend der Welt kommst du eigentlich? Aus welcher Gegend? Jetzt ist keine Zeit, darüber zu reden. Was machst du da eigentlich? Ich bereite eine Überraschung vor. Sie werden es ja sehen. Hat sie entwischen lassen. Hol Whisky und hoffen wir, dass nicht auch noch das Gold verschwunden ist. Komm, Junge, auf. Trink. Setz dich dorthin und beweg dich nicht. Halt sie im Auge. Und Laglan? Zum Teufel mit ihm. Wir kümmern uns später um ihn. Das Gold ist jetzt wichtiger. Auf die andere Seite. Komm hoch, steh schon auf. Beweg dich.
Geh in den Saloon! Du sollst dort reingehen! Nicht erwartet, nicht wahr? Wir haben geglaubt, du wärst tot. Ich war aber leider nur verwundet. Eine Verletzung, von der ich mich schnell erholte. Nein, Liebling, du glaubst nicht, wie sehr ich gelitten habe. Ich glaub dir nicht, Shelley. Ich kann es nicht. Es war alles nur die Schuld von Braddock. Sicher, sicher. Durch meinen Tod hat er geglaubt, das Gold zu bekommen. Und auch dich. Das wäre zu bequem. Diesmal ist er mir zu weit gegangen. Aber mit uns wird alles wieder. Sicher, ich glaub schon. Dir wird es gut gehen, weil du immer und ewig mit mir zusammen sein wirst. Ja? Jetzt bin ich wieder ganz die deine, Liebling. So wie früher, ich hab dich immer lieb gehabt. Braddock, für dich das Gold, für mich das Mädchen. Und wer garantiert mir, dass ich das Gold auch zurückkriege? Richtig, du wirst es gleich wissen. Halt mich nicht für Narren! Hör genau zu, was ich dir jetzt sage. Keine faulen Tricks. Das Mädchen ist noch in meiner Gewalt und ich kann sie auch töten, wenn ich will. Hast du das kapiert, du Schwachkopf? Sally! Sally! Hörst du, er braucht Hilfe. Was geht das mich an? Du vergisst wohl das Gold. Und die, die noch hier sind. Besser ist es, wenn du rübergehst und ihm dann deine Hand reißt. Ja, aber auf meine Art. Und wer sagt mir, dass es noch drin ist? Ich! Geh! Aber ich warne dich. Treib mir keine dummen Scherze. Ich behalte dich genau im Visier. Vorwärts, geh. Ruhig und keine Faxen. Schnell weg von hier. Du wartest auf uns beim Friedhof. Wo zum Teufel hast du die ganze Zeit gesteckt? Sie war bei mir. Du bist zu zäh zum Krepieren. Es ist kein guter Zeitpunkt, jetzt ein anderes Leben anzufangen. Jetzt hilf mir und verlier keine Zeit mit irgend... Jetzt legen sie sich wohl schon gegenseitig um. Desto besser. Keine Angst, Braddock. Ich werde dich nicht gleich töten. Denn deinen Tod wollen wir genießen. Und darauf warten wir beide. Mit großer Ungeduld. Du gibst mir doch recht, Shelley. Ja, Braddock, du hattest recht. Du hast vollkommen richtig geraten. Er gefällt mir. Du bist ein armer Narr. Das Alter hat dein Gehirn verklebt. Du bist ein betrogener Betrüger. Ah.
Vielleicht hätten wir sogar Mitleid mit dir. Wenn wir dich nicht so sehr hassen müssten. Ich gehe rüber, lass sie rauskommen. Kommt raus! Ach, was Sie sagen. Ich kümmere mich ums Gold. Kommt jetzt raus! Aber erst die Waffen weg! Kommt jetzt raus, ihr verdammten Banditen, oder wir blasen euch ein das Hirn aus dem Kopf! Mich doch nicht einfach erschießen. Ich bin unbewaffnet. Du hast recht, das kann ich nicht. Wir müssen sterben, mein Sohn. Jetzt bist du nicht mehr allein. Braddock! Jerry!
Feiglinge, Feiglinge, Feiglinge. Mich habt ihr hier im Stich gelassen, aber ich zahl's euch zurück. Ihr wisst nicht, zu was ich alles fähig bin. Ihr werdet sehen, ich lasse euch alle in die Luft fliegen. Alle, ich brate euch, ich brate euch. Surprise all.